Homer Max. Ich habe gar nicht gelesen, was der geschrieben hat. Hallo. Hallo, Smoker. Na, hallo, Frau Wolf. Na? Na? Alles gut? Ja. Bei mir auch. Danke der Nachfrage. Frau Wolf. Ja? Ich bin zu Fuß hier. Herr Smoker, ich habe Sie herfahren sehen. Wann? Gerade eben. Wussten Sie eigentlich, dass mittlerweile hier in Los Santos mehrere mit diesen Hüten rumlaufen? Haben Sie nicht gewusst, ne? Sehen Sie? Ja. Ja, Sie sehen heute wieder richtig hübsch aus, Frau Wolf. Danke sehr, Herr Smoker. Waren Sie beim Friseur? Ja, tatsächlich. Das steht Ihnen. Lassen. Wahnsinn. Mhm. Eine hübsche Frau kann natürlich nichts entstellen. Mhm. Toll. Was führt Sie heute her, Herr Smoker? Ja, was führt mich heute her? Wie jeden Tag, Frau Wolf. Die Medikamente? Die Pillchen. Ja, dann kommen Sie mal mit. Ja. Haben Sie was zu trinken dabei? Sind Sie heiser? So ein bisschen, ja. Ich habe also, da kann ich Ihnen was empfehlen. Frau, kennen Sie Gelo Revoice? Das ist für die Stimmbänder. Hm? Das habe ich nämlich auch. Okay. Haben Sie jetzt was zu trinken dabei? Sonst gebe ich Ihnen kurz was, bevor ich die Tabletten hole. Moment. Zigarre, Zigaretten, Hotdog. Ne. Hauptsache, Sie haben die wichtigsten Sachen dabei. Richtig. Wie könnte man auch vor die Tür gehen ohne Zigarren? Und Zigaretten. So, Dankeschön, Frau Wolf. Ich hole ganz kurz Ihre Tabletten. Luise, wie vielen, vielen Dank, Homer Max. Am besten gleich nehmen. Dankeschön. Okay. Ist weg. Zunge hoch. Dann. Und für Tetzlaff. Für Tetzlaff. Sehr schön, Herr Smoker. Ja. Okay. Nee, ich bin wirklich zu Fuß hier. Wirklich. Es laufen aber auch jetzt welche rum mit meinen Mützen, Frau. Vielleicht hat es daran gelegen. Weil ich werde mir nämlich jetzt ein Taxi rufen. Tun Sie das. Ja. Haben Sie das Gutachten schon geschrieben? Nee, wir müssen ja noch 4 Termine machen. Ne. Okay. Ja, gut. Schönen Tag noch, Frau Wolf. Ja, Ihnen auch, Herr Smoker. Okay, tschö. Hallo. Hallo. Frau Roller. Ja? Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Der wäre? Sind Sie in der Stadt? Gerade bei dem Kräuterdings oben zusammen. Warum? Also, ja, ich bräuchte eine Mitfahrgelegenheit. Wo bist du denn? Am Krankenhaus. Ja, das hättest du vielleicht doch eben sagen. Ja, ich komme. Ich komme. Bis gleich. Okay, tschö. Tschüss. So, da kommt sie. Frau Ola. Boah, Radio. Das ist aber laut. Was? Ist doch... So, besser. Nee, ist immer noch an. Hammer. Scheiße. Oh, was? Nee, jetzt haben wir die... Ja. Haben Sie getrunken schon wieder? Hey, nein. Wie kommst du darauf? Sie riechen aus dem Mund. Bitte? Tue ich nicht. Willst du mitfahren oder nicht? Wohin wollen Sie ihn fahren? Ich war gerade dabei, ein bisschen zu arbeiten. Warum? Wieso Mitfahrgelegenheit? Hast du deinen Führerschein noch?
Oder ist irgendwas passiert eben? Ich habe dich doch eben gesehen. Ja. Mhm. Ja. Führerschein ist weg. Warum ist dein Führerschein weg? Ich hatte Stress. Mit wem? Ja, die Frage ist nicht mit wem, mit was? Fräulein. Mit was? Mit Nutten und Koks. Der Otto, Fräulein, ne? Den kennen Sie doch auch, oder? Mhm. Ja, und der hat mich eingeladen auf eine Party. Bin ich auch hingegangen. Und dann war ich da und da hat der Otto gesagt, hier Schmoker, komm mal runter. Hab ich gesagt, ich stehe doch gar nicht irgendwo. Und dann hat er mir so ein Pulver auf den Tisch gelegt. Das ist für die Nase gewesen. Und danach haben sich die ganzen Frauen da ausgezogen. Und dann hat die Polizei mich kontrolliert. Ja, und bist eben trotzdem noch Auto gefahren? Ja, das frage ich mich auch, woran hattet ihr liegen, Frau Oller? Ne? Das ist mir hier eingefallen am Krankenhaus, dass ich gar nicht mehr fahren darf. Warum, sag mal, wenn ich dir irgendwelche Sachen auf den Tisch lege, ne? Das ist ein bisschen Kleinbrösle, egal was das ist. Ziehst du dir dann auch durch Nase? Der Otto ist ja ein Freund. Ach, was bin ich? Frau Oller. Meine Frau. Aua. Du bist ein Arschloch, weißt du das eigentlich? Ehrlich, ne? Boah. Wollten Sie mich wieder hauen? Du hast Glück, dass ich gerade im Auto sitze und meine Finger an dem Schaltknüppel habe. Ich hab die Hose doch gar nicht unten. Nicht an deine Knüppel! Ach so. Okay. Das hättest du schon gemerkt. Hm. Alte Sau, wirklich. Du bist... Boah. Ich müsste dahin. Wo? Dazu das Club, wo die Weiber nackt tanzen. Der Otto hat mich angerufen, aber ich komme. Sag mal, willst du mich gerade verarschen? Du rufst mich an, weil du eine Fahrgelegenheit brauchst, um zu koksen und mit Nutten rumzumachen? Ist das jetzt dein Ernst? Nee, dann fahr ich mit ihnen. Gibt es da auch Männer, die sich ausziehen? Nee. Ja, anschließend der Otto und ich. Wo ist das denn? Ist das nur zum Gucken oder auch zum Anfassen? Wie meinen Sie das? Seht ihr da nur, habt Spaß und guckt euch die Frauen an, die da rumtanzen? Weiß und dann fasst sie an, ja, und geht damit ins Bett. Weiß ich nicht, der Otto ist letztens mit zwei von diesen Tänzerinnen hier in so ein Vorhangzimmer gegangen. Was sie da gemacht haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich frage den. Wo ist das denn? Ich fahre mit Ihnen, Kräuter. Herr, willst du mich jetzt verarschen? Dr. Schnacken, danke schön für zwei Monate. Vielen, vielen Dank für den Reset. Du kannst immer Frauen angucken. Und Nuki! Nuki, mit mir fahren. Danke schön für den Host. Vielen, vielen Dank für den Support. Was die immer labert, Alter. Das ist unglaublich. Kann die nicht einfach mal die Pütsch halten? Ich muss und im Bett landen. Da habe ich was gegeben. Nuki, danke schön für den Host. Vielen, vielen Dank für den Support. Haut mal Liebe raus für Nuki, einen der weltbesten. Ja. Ich sag dir gar nichts. Bester Streamer. Dankeschön, Nuki. Und Lasers. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön für den Support, den du mir damit über die Theke schiebst. Haut mal Liebe raus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Denvo, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. So. Was sind denn das wenig Herzen? Seid ihr eigentlich nur irre? Wir sind ja 700 Leute. Bist du überhaupt noch... Hallo? Ich will dir Herzen sehen. Für Nuki. Was? Du bist ja sehr gesprächig. Ja. Hast du mir überhaupt zugehört? Ne, was haben sie denn gesagt? Ich habe gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn wir deine Freunde... Kann ich hier im Auto rauchen? Ja, natürlich. Ich rauche selber. Okay.
Ich habe gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn du mit deiner Freundin ein bisschen feierst und Spaß hast. Angucken ist in Ordnung, nur gegen Anfassen und im Bett landen habe ich was. Das ist ja nur einmal passiert. Was also, ist einmal passiert? Also beim Otto. Nicht bei mir. Smoke, du machst mich wahnsinnig manchmal, weißt du, ne? Warum haben sie jetzt wieder diese Sachen an? Sie sahen gestern viel hübscher aus. Das sind die Sachen, die ich gestern auch anhatte. Bitte? Bitte? Frau, bitte? Bitte? Frau Holler. Frau Holler. Smoke her? Frau Holle. Könnten wir mal da vorne hinfahren? Ja. Da vorne. Von der Straße da rechts runter. Black War Devil, dankeschön. Für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Hier, warten Sie mal. Moment, mal aussteigen. Hey, sind Sie bekloppt? Ups, Entschuldigung. Kommen Sie mal mit. Guck mal hier. Frau Aller, gucken Sie mal hier. Was da. Was denn? Da war früher ein Brunnen, wo die dicken Mädchen nicht reinpassen. Der ist nicht und? Mehr da. Kennen Sie den Brunnen? Den Brunnen, der hier stand? Nicht, kenne ich nicht. Da, wo die dicken Kinder nicht reinpassen. Mhm. Was hat das jetzt damit zu tun, dass du mich gerade mit einer anderen Frau anscheinend verwechselst? Mit welcher Frau? Weil du gerade sagtest, dass ich anders aussehe. Und ich gestern die gleichen Klamotten anhatte. Nee, gestern hatten sie ja andere Sachen an. Hier mit so einer kurzen Hose, mit Strümpfen und so. Das war gestern, als wir uns das erste Mal im Krankenhaus gesehen haben. Danach hatte ich diese Sachen an. Ja. Ja. Und? Und? Also habe ich mich ja wohl nicht nochmal umgezogen. Was willst du denn jetzt? Nix. Warst du gestern noch im Hotel oder warst du was anderes machen? Ich hab Telefon. Herr Fox, hier ist Schmoker, ich bräuchte einen Anwalt. Ja, dreht sich um die Scheidung, richtig. Ja. Morgen? Wie viel Uhr morgen? Okay. Frau... Fuck, Alter. Scheiße. Ach, nee. Man muss warten als Mann. Hallo. Du hast 3 Sekunden. Nee, warte, du hast 10 Sekunden, mir jetzt. Nee, 1 Minute. Irgendwas zu sagen, was mich vielleicht dazu bewegen könnte, dass ich wieder umdrehe. Was hab ich? Vielleicht gerade mal. Jetzt sind es nur noch 40 Sekunden. Ich hab's nicht verstanden. Was hab ich denn jetzt? Du hast jetzt noch Zeit, irgendwas zu sagen, was mich dazu bewegen könnte, dass ich wieder umdrehe, um dich abzuholen. Ansonsten kannst du spielen mit Momen auf der Highway. Das heißt Autobahn. Frau Oller. 39. Aua. Ich habe mir gerade ein Steinchen in den Schuh getreten. Oh, interessiert mich nicht. 35, 34, 33. Frau Oller. Smoke. Wie? Ist das alles? Frau Oller. Smoke. Emmy. Was du gerade. Bitte? Ordentlich, ich hab das nicht richtig verstanden, Smoke. Ewi. Kannst du dabei die Zähne noch auseinander machen? Kann doch nicht so schwierig sein.
Ich. Liebe. Sie. Gut. Kommen Sie mich jetzt holen? Bis gleich. Tschö. Ja, so schnell geht das. Nein. Hallo? Otto. Hallo. Hallo, Otto. Hallo, Schmauker, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Ja, ganz gut. Wo bist du, Otto? Bin bei diesen Pacific Clubs. Wo? Pacific Pluffs. Pacific Pluff. Ja, dieses Lokal, dieses. Der Country Club, der hier neu aufgemacht hat. Wo ist das denn? An der Westküste. Auf Pipa haben die das doch geschrieben. Westküste. Komm mal auf Pipa nach, das steht alles. Das ist eigentlich auch ganz oben auch mit. Okay. Dann komme ich da gleich hin. Ja. Bis gleich, gleich, Otto. Tschö. Ja. Vor aller ihr Radio. Wow, ist das laut. Frau Olla. Ja, bitte. Können wir zur Westküste fahren? Was ist denn da? Da ist ein Country Club, hat der Otto gerade gesagt. Das würde auf Pepper hier stehen. Ich finde da aber nichts. Wissen Sie da was von? Nee. Gucken wir mal. Da können Sie das Auto hier stehen lassen. Kommen Sie. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Wir suchen den Shuttle. Shuttle Service? Ja. Der kommt gleich. Der müsste gleich noch einen Kumpel von uns bringen. Da können Sie bestimmt mit zurück hinfahren dann. Okay. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja. Dann warten wir da vorne, Frau Olla. Guck mal, schönes Auto, ne? Ja. Aber deine ist schöner. Ne. Da sitzt gar keiner drin und Motors an. Wo? Hier? Ne. Der Herr mit dem Huhn, die Frau mit dem pinkfarbenen Haar. Wo? Was? Ja. Der Service zum Pacifics. Wo ich denn? Gehört, Sie wollten mit. Redet. Das Auto ja, redet. Nein, der Herr auf dem Fahrersitz redet. Sehe ich. Ach, da sitzt ja einer. Ja, oh. Er auch aber ja. Noch. Oder ist das in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die Zigarette vorher noch zu Ende rauchen. Darf ich? Okay. Natürlich, kein Problem. Sie können einfach losfahren. Bitte, Smoke, hätte ich dich vielleicht eben doch stehen lassen sollen? Rauchst du gerade in dem Auto? Nee. Das frage ich mich auch. Ich habe drum gespielt. Weil der Wagen ist noch relativ neu und gehört mir im Übrigen auch nicht. Das sieht man. Also, dass der neu ist. Riecht man auch, ne? Ich finde, das Leder riecht man ziemlich gut. Ja. Hatten Sie bislang einen schönen Abend? Ja. Das ist schön. Und Sie? Ja, bislang läuft's gut. So. Was läuft gut? Na, das Fahren. Solange mehr Leute mitfahren, desto mehr Leute sind auf der Party. Dementsprechend läuft die Party gut. Und kriegen Sie dafür Geld?
Momentan machen wir es noch ehrenamtlich, aber sobald Gewinn abfällt beim Club, und das wird's, denke ich mal, auf lange Zeit herausgesehen, werden wir auch bezahlt werden. Ach so. Der Eintritt ist zwar frei, aber über die Getränke kriegen wir trotzdem noch Geld rein. Ist denn da viel los? Bislang dürfte noch relativ viel los sein, ja. Okay. Wo geht man denn rein? Da gehen Sie einmal die Treppe drüben rauf, die Sie hinter Ihnen sehen, wenn Sie jetzt aussteigen. Ja. Und dann hinten zu dem Herrn, der wird Ihnen auch nochmal erklären. Da gehen Sie dann durch ein Tor, gehen dann links und dann sind Sie am Pool. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Kein Problem, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke, tschüss. Gleichfalls. Danke. Komm mit. Ja, Sir. Ich habe heute ein schönes Kleid gesehen. Echt? Das war weiß mit schwarzen Flecken. Genau, dann einmal bitte einsteigen. Mhm. Oh, wie, was ist denn das? Okay. Guten Abend, willkommen im Pazifix. Hallo. Guten Abend. Herzlich willkommen. Wir hatten einen Tisch reserviert für zwei Personen. Wir haben leider keine Tische, aber wir haben ganz viel Platz für Follower. Ja, wir wollten für die Party. Ach, hier ist gar kein Restaurant. Was ist denn das hier? Das ist ein Country Club. Mit Pool und eigenem Strand. Country Club. Getränke, Essen, etwas leisere Musik, wo man sich trotzdem noch gut unterhalten kann. Ja. Okay. Ja, kostet das was? Eintritt ist frei bei uns. Das erste Getränk geht aufs Haus. Falls Sie uns auf Peepo followen, müssen Sie dann nur ganz kurz an der Bar sagen. Für heute ist dann das erste Getränk gratis. Das ist ja toll. Ja, okay. Wo geht's denn rein? Direkt hier durch die kleine Gasse und dann links würden Sie dann die Bar sehen und den großen Pool. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke. Danke. Das ist genau. Frau Olle, haben Sie gehört? Erste Getränke umsonst. Ich habe den gar nicht gefolgt. Ne. Oh. Müssen wir ja nicht wissen. Guck mal. Oh, wir sind super gekleidet für eine Poolparty. Ja, ich kann mich ja ausziehen. Hallo. Hallo. Omas Fleischchenkuchen, danke schön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. War die Frau Jane? Ja. Vielleicht hat die auch Lust zum Party zu kommen, wenn sie überhaupt da ist. Das stimmt. Nee. Wo ist denn der Otto? Das weiß ich nicht, wo der ist. Guck doch mal rum, siehst du ihn hier irgendwo? Nee. Da hinten, guck mal, da hinten sind Rockers. Und da. Siehst du das? Ja, vielleicht steht er da. Der gehört doch da, glaube ich, jetzt mit zu. Was wollen sie? An der Bar, ich sage, vielleicht steht er da mit bei. Schönen guten Abend. Guten Tag. Guten Tag. Können wir Ihnen noch was? Können wir Ihnen was zum Trinken bringen? Ja, ich hätte gern was zu trinken. Ja? Was mit Alkohol oder ohne? Ohne Alkohol. Wir hätten dann Wasser, E-Cola oder Sprung, Klassik oder Energy? Wasser. Ein Wasser? Ja. Und ja. Sie? Ich auch, bitte. Ein Wasser, okay. Ja. Moment. Die hat das dazu gekommen? Was für eine Tastatur ist gekommen? Hä? Ob Sie eben erst dazu gekommen sind? Die Tastatur. Man hat gesagt, Tastatur ist gekommen. Ich okay. Hab den nicht gehört. Ja. Hören Sie den gar nicht? Sie müssen mal lauter reden, meine Frau hat was an dem Murmeln. Ach, sind doch die Dame darf gerne. Hä, wir haben uns schon mal getroffen. Ja. Das ist. Von wo kommt die Musik? Bitte schön. Die Musik kommt aus unserer Anlage. Dankeschön. Die kommt aus der Richtung da. Und der Herr darf auch mal kurz zu mir kommen. Da, wo der Herr sitzt. Ja, dann, okay. Jetzt sehe ich den Mann. Der stand bei mir noch die ganze Zeit hinter Bar. Holla, die Waldfee, wer sind Sie denn? Guten Abend. Hallo. Ich bin die Lexa. Hallo? Lexa, scheiße. Ja, Lexa. Alexa. Schmoker. Moment, Otto, gehst du mal kurz zur Seite? Ich möchte ihm
Ah, sie ihre Stimme guckt mir so bekannt vor. Ja, ja. Sie, wo ich gesagt habe, bitte schön. So schick. Was kriegen Sie dafür? Ja, genau, alles gut, das erste Getränk feiern, geht ne? aufs Haus. Ja, richtig. Dankeschön. Bitte schön. Arbeiten Sie hier? Ja, ich arbeite hier. Ich bin für den Verkauf aber, zuständig. Vielleicht okay. ein bisschen. Also meine Arbeitsstelle ist eher so ja, dann der, hinter der Bar. Schön und einladend aus ja. hier. Aber niemand okay, stimmt, schönen Abend noch. Ja, ebenso, danke. Das ist eine gute Frage. Otto, wo? Okay, wie geht's dir? Wo bist du? Denke ich mal so Otto, vor dir. Bist jetzt, du das? Ja, aber der ist doch sicherlich beheizt, oder? Da sind doch so Heizstäbchen. Ja, der Otto, wie siehst du denn aus? Ja, bei den Rockern. Komm, wir gehen mal da hinten ins Gelände, das wird zu laut. Ja, da, die, da, wohnen im Wasser. Oh, jetzt wird's leiser. Otto. Ja. Wie Rockers? Was machst du denn da? Ich bin bei den Rockern im Motorrad mitfahren und so weiter. Und mit. Habt ihr auch mit Drogen zu tun und mit den nee. Frauen? Nee, da machen wir gar nichts mit. Also nur Motorrad fahren? Ja, und einen Club haben wir halt, ne? Ach so. Und du arbeitest hier? Nee, wir sind hier auch zu Besuch. Otto, was ist denn mit deinem Zigarrenladen? Mach ich morgen wieder auf. Den hast du immer noch, ne? Ja, ja, aber wir sind oben in der Wüste, in dem Lechis jetzt. Warum? Ja, weil das da bequemer ist für die Leute und früher gab es hier doch, war doch von dem Klärwerk, ja, nicht Klärwerk hier, dieses, nennt man das noch, wo man Strom drinne macht? Klärwerk. Ja, genau. Da war doch, deswegen war doch die Luft zu schlecht und die Leute haben immer Aua im Kopf bekommen, ne? Wegen der Kaka, ne? Genau. Und jetzt, ja. Und deswegen sind wir da hingezogen, damit die da auch direkt eine Garage haben, um ihr Auto rauszuholen. Und jetzt bleiben wir auch dort. Ach so. Und da ist auch immer viel los, da fahren viele Leute hin und her. Da stelle ich mich immer auf die Straße und sag, anhalten, Zigarre kaufen. Bist du denn jetzt kein Geheimagent mehr, Otto? Ne, aus dem Dienst bin ich ausgetreten. Ach so. Brauche ich nicht mehr machen. Wer hat das gesagt? Die Polizei. Echt? Da muss er noch einmal so einen Schmalucken und du kommst ins Gefängnis. Otto, weißt du, was ich jetzt machen muss? Was denn? Die haben mir den Führerschein wieder abgenommen. Was hast du für eine Scheiße angestellt? Ich habe gar nichts gemacht. Pass auf, ich hatte Unfall, ne? Ich bin ja. durch ein Geländer gefallen, das war morsch. Dann haben die mich operiert im Krankenhaus. Ich bin nämlich der Schmokinator. Ich habe jetzt alles Titanschrauben und Platten im Körper. Ne? Ja. Und da durfte ich kein Auto fahren, 3 Tage lang. Bin aber trotzdem gefahren, Auto. Sag mal kurz, ob dein Leuchtenauge auch rot, wenn ich da reinpacke? Das ist nur, wenn ich wütend werde. Achso. Und dann bin ich trotzdem cool, Auto Mann. Gefahren, hat die Polizei mich erwischt. Und jetzt muss ich 5 Therapiesitzungen bei Frau Wolf machen in ihrer Praxis. Oh, die Frau Wolf, finde ich voll schön. Die ist hübsch, ne? Ja. Ich habe die schon mal gefragt, ob die mich heiraten möchte. Ne, die will mich heiraten. Was? Die hat gesagt, Otto, du bist voll der schöne Mann. Hat die gar nicht zu dir gesagt. Ich lüge dich nicht an. Du lügst. Ein bisschen. Der hat gesagt, Otto, du bist nett. Dann rufe ich den nämlich an und frag die, was das soll. Der hat gesagt, Otto, du bist nett und glaub, dann können wir schon bald heiraten, wenn die das gesagt hat. Okay. Musst du auch zur Praxis von der? Nee. Der hat gesagt, ich habe Hausverbot. Was? Warum das denn? Weil ich immer so viel Scheiße gemacht habe, darf ich da nicht mehr hingehen. Hat da Klingelstreich gemacht und so. Nee, echt? Otto, doch, wollte er den jetzt zusammenschlagen oder? Wen? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, aber Otto, oh ja. Da steht schon wieder. Wir schlagen keinen zusammen, nein. Ah. Das ist mein Freund Smoker. Freund Smoker, das sind meine anderen Freunde. Ah, hallo. Mhm, der wollte mir mal eine Pflanze verkaufen. Hey. Ich kann mich erinnern. Er hat mir meinen Los verkauft und ich habe immer noch keine Antwort gekriegt, ob ich gewonnen habe oder nicht. Hm, echt? Verkaufst du Pflanzen auf dem Baumarkt? Nö, ich weiß gar nicht, wovon die Leute reden, ich kenne die nicht. Ja. Otto! Ich glaube, da hat sich sogar meine Nummer eingespeichert damals. Wie heißen sie denn? Robbins, Alex Robbins. Nö, habe ich nicht, kennen sie nicht. Nö, ich habe gerade Telefon, warten Sie mal. Ja, wichtiger Notfall in der Familie, verstehe. So. Gute Besserung. Komm sofort. Otto, tut mir leid, ich muss. Ja, bleib doch noch ein bisschen bei uns.
Nee. Willst du nicht was mit uns trinken, Mann? Nee, will ich nicht. Möchte nichts trinken. Dann, wieso haben sie alle... Hört mal, bei welchem Friseur wart ihr denn? Bei Carlos Glatzos. Nicht bei dir. Ja. Bei wo ich ja weiß, dass du auch gut Glatzen schneiden kannst. Ja. Hört mal, Freunde, der... Das kann er gut. Ja. Otto, ich muss mal ein bisschen... telefonieren gehen, ja? Otto, mach das. Otto, dein Freund ist ängstlich, kann das komm sein? Komm gleich wieder. Schönen ja, Tag noch, tschö. Tschüss. Ja. Frau Olla. Frau Olla. Ja, Smoke. Da sind alles Rockers, die wollen mich hauen. Wie, die wollen dich hauen? Ja, ja. Ich hab dem einen, habe ich mal Bäume verkauft, wo gar keine Bäume waren. Dem anderen Plastiktüten gebrauchte, als neu. Und so weiter und so weiter. Straßenlaternen und sowas, die heute noch da stehen. Die wollen mich verprügeln. Da eigentlich selber schuld. Wer? Komm mit. Mit Darwin machen die das ganz sicher nicht. Ne, gehen Sie mal dahin. Leute sind, ist die Luft da immer so schnell dick. Ja, genau. Ich habe ja gerade gehört, hier ist was dick. Was? Ja, die Luft. Die Luft? Nein, in so Clubs manchmal. Wir haben ja, stickig, ne? Im Bahama machen wir es genau. Ja, das kenne ich, das riecht immer nach Schweiß. Das kenne ich von meiner Frau. Okay. Wenn es nur Schweiß wäre, wäre alles gut. Ich habe wirklich alles versucht, aber die möchten, dass du mal kurz darüber kommst. Nee, will ich nicht. Doch. Geh ruhig, ich bin noch da, pass auf dich auf. Okay. Ja, hast du schon? Nee. Warte mal hier, ich hol mal eins hinterher. Na komm her, wir wollen dich doch nicht verprügeln. Oh, guck mal, Smoker, guck mal, ist das deine Uhr? Freunde. Guck mal da. Was? Da die Uhr, siehst du nicht da? Guck. Ist das deine? Was für eine Uhr? Die du verloren hattest? Nee, die ist auch immer teuer aus. Schade, dass du nicht dicht genug dran standest. Ob du mich verarschen willst? Was erzählst du für Scheiße? Das ist hier ein ganzer Rockerclub. Meinst du, ich lege mich mit dir an? Ich meine, gut würde ich, aber war mir schon klar, dass du wieder Quatsch erzählst. Wir wollen dich doch nicht verprügeln. Nee, das wollt ihr nicht. Natürlich. Du bist mein Freund und meine Freunde sind auch Gott von denen. Die Freunde und Freunde sind Freunde. Okay. So wie Otto das sagt. Okay. Dein Hut ist jetzt nass und im Wasser. War jetzt mein Hut? Nass und im Wasser. Wieso? Hast du nicht mal gemerkt, wie ich dich hast du nicht mal... Kann ich nochmal? Na bitte nicht. Gerne doch. Wir machen schon Platz. Nee. Ich warte pass an der Gelegenheit, ab, wenn wieder irgendwann. Hey, hast du noch so ein Otto Kömmich oder so? Ja, klar. Otto, ich komm gleich wieder. Ich smoke doch mal eine Limonade oder so. Die will mich schlagen, ne? Jetzt gehen wir einfach. Entschuldigung. Ja, Post, hallo. Wo kommt hier das Taxi bei? Das kommt hier. Soll ich es gleich rufen? Ja. Ja, ich glaube, der kommt eh nochmal. Ah, stimmt, da wartet ja noch jemand. Aber zur Sicherheit kommt. Besser. Dankeschön. Ja, natürlich gerne. Hat es Ihnen gefallen? War ja leider nur ein kurzer Besuch. War super. Paul, Abholung, zwei Leute, weißt du, oder? Kann man empfehlen. Freut uns. Dürfen Sie natürlich auch gerne machen. Ja, mache ich auch. Ich mache da vorne an der Straße. Nee, warten Sie lieber hier, ist ein bisschen gefährlich sonst. Ach so, okay. Ja, Paul? Haki, grüß dich, wie geht's dir? Gumbel! Na? Das Nudelrezept nehmen. Ja, nee, weiß ich wollte nur zur Sicherheit sagen. Matt, ne? Oh, warte, super, danke schön. Bis gleich. So. Angus, grüße in die Schweiz zurück. Der Toni, grüß dich. Schönen Abend noch. Israel, wie geht's dir? Auch so, danke schön. Danke schön. Troisen, alles gut? Wir können fahren. Ja. Können Sie mich nach Hause bringen? Was geht? Wer sind Sie denn?
Möchte noch jemand von den Leuten hier mit, die hier sind? Hey, ich habe hier ein Taxi angerufen. Steigen Sie einfach ein. Also es ist kein Taxi, es ist der Shuttle. Was willst du? Wie reden Sie mit mir? Wie redest du mit mir? Immer mit der Ruhe. Alkoholleichen hier, was ist denn los? Also ich glaube nicht, dass der Herr so viel Alkohol getrunken haben kann. Der ist erst vor... Wir, wer sind Sie? Der Fahrer oder wen meinst du? Ne, der Typ hier neben mir. Den Scheißdreck an, laber mich nicht voll. Hier wollt ihr ja gar nicht hin. Dank dir. Kein Problem. Oh, danke schön. Haben Sie ein Fahrzeug? Ja, mit dem Hut. Was habe ich? Haben Sie ein Fahrzeug? Nein, ich habe kein Fahrzeug. Wo müssen Sie denn hin? Weiß ich nicht. Ey, du siehst ja lustig aus. Ey, Bruder, was geht? Jungs, kommt, wir fahren. Ab dafür. Was hat der für einen Hut an? Wer ist das denn? Ach, Jungs. Lassen Sie den Herr da in Ruhe. Bitte. Kommt. Jungs, komm, wir gehen was essen. Ab dafür. Seid ihr Bodybuilder? Was ist das? Beach Boys, Mann, ne? Beach Boys. Jungs, kommt. Guck mal. Aber wir haben auch gut einen Sitzen, Mann. Also. Kannst du dir keine richtige Mütze leisten? Ey, lass den in Ruhe, das ist ey, wir hauen ab. Ey. Bitte lass den Herrn in Ruhe. Er hat angefangen. Sind ja, ich weiß, aber trotzdem. Sind das bitte. Leute von der Party? Ja, aber ich glaube, die sind nicht so gut, auf sie zu sprechen. Warum? Also würde ich ihnen... Ich weiß nicht warum, weil sie... Das ist eine Gang, würde ich behaupten, und die waren jetzt gerade nicht so ganz nett zu dem Herrn, der neben ihnen saß und... Der war doch nicht nett zu mir. Das weiß ich. Der war nicht nett zu ihnen, das ist mir bewusst, aber bevor sie sich mit denen anlegen, lassen sie es. Vergessen sie das Sache, schlafen sie darüber. Und morgen ist die Welt ein besserer Ort. Ja. Wie komme ich denn von hier weg? Was ist denn mit der Dame, die Sie gerade eben dabei hatten? Gehört die zu Ihnen, oder? Nö. Gehört nicht zu mir. Haben Sie ein Auto? Oder sowas in der Garage? Ja, wo ist denn hier eine Garage? Kommen Sie mal mit. Ja. Gehen Sie einmal hier rein? Ja. Haben Sie da ein Fahrzeug? Ja, habe ich. Dann parken Sie das dann. Dankeschön. Also, das sieht doch super aus. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Das wünsche ich Ihnen ebenfalls und eine gute Heimfahrt. Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Oh, hat aber lange gedauert, oder? Smoker? Ja. Smoker am Apparat. Wo bist du? Weg. Wie weg? Ja, weg. Wie, warum weg? Weil ich weg bin. Warum? Hast du mich jetzt hier stehen lassen? Haben sie mich eben da so runtergemacht vor den ganzen Männern? Ich hab dich nicht runtergemacht. Ich bin weg. Ja, ich auch. Hallo, hast du mich vielleicht immer verarscht die ganze Zeit? Weil du mal nur Müll erzählst? Nee, ich merk schon, dass ihre Liebe nicht echt ist, Frau. Hey, willst du mich verarschen? Wäre ich sonst noch bei dir? Ist aber auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich bin gewöhnt, dass mich keiner mag. Okay, ich liebe dich, das weißt du, sonst wäre ich nicht bei dir. Das ist egal. Ist egal, interessiert dich nicht. Ich hab sie ja auch nicht interessiert eben. Wo hey, da die ganzen Muskelmänner standen, wo sie nur Augen für die hatten. Ach, bist du doof, als wenn mich das interessiert. Moke, als wenn ich dich interessiere, wenn du die ganze Zeit mit deiner Frauengeschichte irgendwas anfängst und machst und hast ja auch Bedürfnisse, wo ich mal nicht da war. Was, sowas mache ich nicht, Moke. Hast du da einmal an mich gedacht? Haben sie wohl. Was habe ich? Mit einem anderen Mann was gemacht. Habe ich nicht mit dem. Hat der Walter mir erzählt. Aber der Walter erzählt Scheiße, das stimmt nicht und das weißt du auch. Moke, wenn ich dich nicht lieben würde, wäre ich dann noch bei dich?
Dann hätte ich natürlich. Sind sie ja nicht mehr. Ja, weil du jetzt gerade weggegangen bist. Und jetzt? Ja. Ich habe mich Sorgen gemacht und deswegen dich angerufen. Weil das hat aber lange gedauert, die Sorgen. Weil ich dich eben noch vorne gesehen habe. Und ich dachte, du unterhältst dich. Ja. Ja, ist nicht schlimm, Frau Holler. Was ist nicht schlimm? Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Was soll das jetzt bedeuten? Rein zufällig. Wer ist denn hier bei mir am Grundstück? Keine Ahnung. Vor allem hier stehen Autos. Ja, keine Ahnung, ich bin nicht da. Ich habe auch kein Auto hier. Die haben Shuffle-Service. Okay, Frau Oller. Wenn Sie Hilfe beim Arbeiten brauchen, können Sie ja anrufen. Dann kann ich meine Schulden bei Ihnen begleichen. Was für Schulden? Von dem Auto. Wie von dem Auto? Was, wo Sie mir das Geld gegeben haben? Hä? So, ich weiß nicht, was Und dann trennen sich unsere Wege für immer. Frau Oller. Oh. Ah, der Teufel. Hallo, Frau Olla. Jetzt wären Sie beinahe vom Stuhl gefallen, oder wenn Sie einen hätten? Ja. Wart ja. Ja, wäre ich wohl. Ja. Immer dieser Gerrit. Ja, immer dieser Smoker. Ja. So, jetzt hör mir mal zu, du Spinner. Wenn du das jetzt wirklich willst, dann sag es einfach und fertig. Was will? Wenn du dich trennen willst, dann mach es jetzt auch. Dann sag es mir ordentlich und nicht am Telefon mit so einem Mimimi-Gehabe wie ein kleines Kind. Ehrlich. Normalerweise, ich hätte schon längst weg sein können. Erzähl nicht immer so scheiße, dass ich würde dich nicht lieben. Wie weg sein können? Jetzt Wohin ich denn? Ich nicht mal bockig auf den Boden. So. Wohin denn? Na, weg von dich. Ach, wollen Sie weg? Nee, jetzt schieb doch nicht wieder auf diese Tour. Du weißt, was ich meine. Hattest du deine Tabletten heute schon? Hatte schon. Kannst du mir dann mal sagen, was das soll? Ja, ist ja nicht mehr so, wie es war, Frau Holler. Was ist nicht mehr so, wie es war? Schluck erstmal. Ja, alles. Früher waren sie richtig aktiv. Wie aktiv? Ja, im Wohnwagen. Oh, Smoker, ich kann nichts dafür, wenn du nicht wolltest. Das war nicht meine Schuld. Und wenn du dir dann Spaß bei anderen Leuten suchst. Ich wollte immer. Wolltest du gar nicht. Ich wiederhole, was du gesagt hast. Die fasse ich so lange nicht mehr an, bis die fertig ist mit Werfen. Weil hinterher habe ich Angst, dass es Ich habe gesagt, Kalben. Oh, siehst du, noch schlimmer. Ja. Ja. Und jetzt sind sie ja fertig. Ja, und ich sag ganz bestimmt nicht nein. Wenn du mir irgendwelche Geschichten erzählst mit Blumenkohl da unten von anderen Leuten und du hast deine Armbanduhr und andere vergessen, würdest du dann mit mir noch was haben wollen, wenn ich dir das sage über andere Typen? Natürlich. Ach, als verarsch mich doch nicht. Ja, mich stört das Scheunentor. Was für ein Scheunentor? Du bist eklig! Frau. Also, das aussieht wie bei so einer Robbe, was klatscht. Bist du dumm? Frau Ola, steh doch auf. Ich lass mich in Ruhe. Wirklich? Mika, danke schön für den Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Wirst du auf Ranzrad das Server spielen? Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja, was möchten Sie jetzt hier sich entschuldigen?
Für was soll ich mich entschuldigen? Dass sie mich da haben stehen lassen. Du hast mich stehen lassen. Was haben sie jetzt vor? Ich versuche gerade mit dich zu reden. Das habe ich vor. Ach so. Du weißt denn, ob du das jetzt willst oder nicht, weil dann sag mich ordentlich und nicht am Telefon und wie kleine Kinder. Frau Leitz, überlegen Sie doch mal ganz, ganz objektiv, ne? Ich kann mich doch gar nicht trennen. Warum? Wer soll denn dann für mich kochen? Und dachte, die Wäsche waschen. Du hast doch genug andere Angel, oder? Bin ich nur dafür gut? Ja, die können aber nicht kochen. Wie die? Die Frau Jane bestellt immer, hat die mir erzählt. Und die Frau Wolf hat einen Freund. Wieso Frau Wolf? Wieso Frau Wolf? Ja, ich hab die gestern was gefragt. Vorgestern. Was hast du die gefragt? Ich hab mich hingekniet vor dir. Und hab die gefragt, ob die mich heiraten will. Müssen sie telefonieren? Alter, das ist mir gerade erschrocken. Scheiß Ellie, ey. Hat sie geklingelt bei uns? Warte mal. Na, ich auch. Augenblick. Ich muss mal gerade gucken. Warte mal. Alter, scheiße. Hallo, Frau Wolf. Ja, ich hätte da mal so eine Frage. Hätten Sie es nicht für nötig, mir zu erzählen, dass mein Mann Sie gefragt hat, ob Sie ihn heiraten wollen? Also bitte, wirklich jetzt mal von Frau zu Frau. Ihre Ernst? Was? Er muss sich jemand anderes suchen. Ah, was? Ich bin gerade ein bisschen ein Müll. Ziemlich sehr salzig. Jetzt habe ich mal eine Frage. Anscheinend, der ist so nicht mehr ganz dicht im Kopf. Kann sein, dass die Tabletten sind vielleicht total scheiße, was sie ihm verabreichen. Also solche Sachen mit Hormone scheiße und dass er heiratet ständig irgendwelche andere Frauen, hat er vorher nicht gemacht. Ja, aber das ist nicht normal. Vielleicht machen sie einfach einen Stempel auf seinen Kopf. Ist nicht mehr reparabel oder irgendwas. Kann man nicht mehr helfen. Ist nichts mehr zu machen. Irgendwelche Schrauben, die da oben sind im Kopf locker, die muss man doch mal, also ehrlich. Hä? Mhm. Wer ist das? Das ist Frau Wolfsmoker. Gut, okay. Dankeschön, Frau Wolf, für Ihre Information und Ehrlichkeit. Ich werde mich jetzt mal um meinen Mann kümmern. Was? Danke. Ah, gut. Danke. Gut. Und wiederhören. Hab gerade die Information von Frau Wolf bekommen, das Krankenhaus ist voll besetzt. Und? Ja, das bedeutet, sie spricht mir zu, wenn ich dir jetzt hier eine runterklatsche mit meinem Schippe. Das ist kein Problem. Was habe ich denn gemacht? Bist du bescheuert? Jetzt mal ohne Scheiß. Du willst dich von mir trennen, weil ich dir vorhin deinen Hut vom Kopf gehauen habe? Und ja. Du fragst jede zweite Frau, ob sie dich will heiraten? Hat die Frau Wolf das gesagt? Du hast sie gefragt, hat sie mir gesagt, und direkt die nächste danach. Im Krankenhaus. Das hat die gerade erzählt. Ja, weil ich sie gerade angeschnauzt habe am Telefon. Wieso angeschnauzt? Weil sie es nicht für nötig gehalten hat, mir das mal zu erzählen. Das ist auch Schweige.
Ja, hat sie mir auch gesagt, aber jetzt hast du es mir ja selber gesagt. Hab ich gar nicht. Natürlich hast du es gerade gesagt. Und du machst hier einen auf kleine Kind, Mimimi, Box noch rum und alles, weil ich dir deinen Hut vom Kopf gehauen hab. Ne. Was? Du hast gar keinen Grund, dich über irgendwas aufzuregen. Du bist selber schuld daran. Ja. Ja, warum frag... Ich dachte, du willst das nicht mehr machen. Du bist clean. Wie clean? Clean hast du selber den Tag gesagt. Das ist wie eine Sucht, jede Frau zu fragen, ob sie dich heiraten will. Wann hat das... Kommt nicht mehr vor, Frau, oder? Das sagst du mir jedes Mal. Wann hat das angefangen, hä? Was? Dass du nicht ganz sauber bist da oben, das war von Anfang an so. Das ist auch nicht das Problem. Das aber, ist mir egal. Aber wann hat das angefangen, dass du jede Frau fragen musst, ob sie dich heiraten will und dass du Hormone bist? Was habe ich verkehrt gemacht, hä? Vieles. Ja, und das wäre... Sie haben sich nicht genug um mich gekümmert. Ich kümmere mich immer um dich, Smoke. Ach so, und was war mit dem Löffeltypen damals? Was für eine Löffeltypen? Der Neumann. Ich kenne keinen Neumann. Ach so. Du bist und warst immer der Einzige. Und jetzt? Ja, und jetzt will ich von dir wissen, ob du das noch willst oder nicht. Was? Und ob du dann mal aufhörst, mich zum Verarschen. Ja, ich will sie ja noch. Und das klingt wie irgendwie so ein schlechtes Gericht. Na, eigentlich schmeckt nicht, aber behalten möchte ich trotzdem. Ja, habe nichts anderes zum Essen. Was? Wie wäre es mit 5 Minuten, Terrine? Mit Wasser aufgießen. Ja. Die Kräuter wachsen hier im Garten bei uns, Frau Ola. Direkt ja, im Tütchen. Und die Geheimmischung? Die ist im Wohnwagen. Ja. Heute ist irgendwie meh. Ich weiß nicht, was soll ich. Ich habe wieder zu viel DTA hintereinander gespielt die letzten Tage. Ich merke das schon wieder an mir selber, aber. Und bevor wir hier weiter doof rumstehen, können wir auch unterhalten, wenn wir gehen, wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Heute ist wieder meh. Irgendwie so. Was? Also. Parke ich mein Auto ein. Ja. Yoda! Yoda! Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ballert mal Liebe raus für Yoda. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Smilab, danke für den Host. Dankeschön. So. Was ist denn das für ein Geräusch? Frau Olla? Frau Olla? Haben Sie gerade das Geräusch gehört? Was für ein Geräusch? Wie so ein Röhren. Hä? Nee. Halten Sie mal an. Hier war doch so ein komisches Geräusch. Haben Sie das nicht gehört? Nee. Sotolo! Rufst du mich? Sotolo! Rufen Sie mal mit, dann sind wir lauter. Sotolo! Sotolo! Den Arm hoch. Ja. Rufen Sie. Sotolo! 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 Sotolo, erbarme dich! Gib mir ein Zeichen! Sagen Sie das laut! Sotolo, erbarme dich! Gib mir ein Zeichen! Gucken Sie da vorne. Was denn? Da sehen Sie am Turm da oben drauf ein rotes Licht. Ja. Das war eben noch nicht da. Das ist Sotolo. Voller. Ja, natürlich. Und was will der jetzt? Wir müssen hinfahren. Was? Steigen Sie ein. Smoker hat Wasser?
Warum sterben sie dann? Ja. Okay, ich hab keins. Oh! Okay. Bitteschön. Danke. Chris, grüß dich. Roshi, wie geht's dir? Krosna, Draxi, alles klar? Frau, das kommt von da oben. Hörst du das? Hören Sie das Geräusch? Bin gruselig. Ja, und jetzt? Wie sollen wir da hoch? Weiß ich nicht. Hat die Polizei keinen Helikopter? Das weiß ich auch nicht. Könnten Sie da mal nachfragen? Was sag ich denen? Dann sagen Sie denen, Sie brauchen einen Helikopter, weil Sie von den Aliens abgeholt werden. Und die sind da oben auf dem Strommast und da müssen wir hoch. Aber erwähnen Sie nicht meinen Namen, weil sonst glauben die das nicht. Ja, guten Tag, Herr Aiden. Ich Mega, habe eine wichtige Frage. Haben Sie einen Helikopter oder eine lange Leiter oder irgendwas, was kann man, wo man hochklettern kann? Ich bräuchte das dringend, weil ich werde von den Aliens abgeholt und die sind da oben und da muss ich irgendwie raufkommen. Ja, da ist ein rotes Licht, das ist an die Strommast und die wollen mich jetzt holen, aber das geht nur, wenn ich da raufkomme irgendwie. Ich bin... Die geht auch in die Lella-Klinik. Wissen Sie, wo die Verwahrstelle die ist? Die kommen die jetzt holen. Im Norden. Die kommen die jetzt holen. Die geht in die Klapse 100 Pro. Und weiter rechts ist so ein kleiner See, was da... Fragen Sie nach einer Aluleiter. Da bin ich, an diese kleine See. Haben Sie eine Aluleiter? Oh Gott. Ja. Dankeschön. Oh, wiederhören. Die kommen. Ja. Toll. Die bringen Leiter mit. Mhm. Aluleiter, ne? Mhm. Die können wir direkt ans Stromkabel anlegen. Hey, dann bekomme ich doch einen Schock. Ach so. Toll, darauf bin ich eben nicht gekommen. Oh ne, warum sollte ich da... Warum... Du kannst denn das gleich sagen? Ich weiß von nichts. Sie haben da... Ich bin gerade erst hier hingekommen, weil sie mich angerufen haben. Da hinten kommt die Polizei. Ja. Nee, ich mach das schon, Frau Ola, keine Sorge. Kein Problem. Guck mal, die kommen da hinten nicht durch. Die fahren durch das Salz. Ja. Vielleicht leuchten sie mal mit der Taschenlampe. Frau Olla, geben Sie mal Zeichen. Genau. Hä, mach die Arme runter. Leuchten sie. Hallo. Oh, Gott sei Dank sind Sie da. Guten Abend. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Ja, wie können wir helfen? Mir nicht, der Frau da. Wir brauchen eine Leiter oder einen Helikopter. Ich komme hier an. Gerade eben ruft die mich an. Schmucker, kann ich die Arme runter tun, Frau Olla? Erlauben Sie das? Dankeschön. Danke, komme ich hier an, hat die mich angerufen. Komm mal hier zum Strommast da und da, weil ich wohne ja da hinten, ne? Und ja. Da meint die dann so, hör mal, Smoker, du Bekloppter, jetzt machst du erstmal die Arme hoch, du bist festgenommen und so. Ich sag, du bist doch gar nicht bei der Polizei. Sagt sie, bin ich schwul. Die hat mich bedroht mit der Taschenlampe. Und dann ist die hier andauernd rum am Leuchten, die Leute an am Leuchten, ob das Außerirdische wären. Und erzählt mir was, die will da hochklettern. Ich sag, bist du irre, da gehst du tot dran, da ist Strom drauf. Das ist dir egal. Und dann hat die Polizei angerufen.
Die tickt nicht mehr sauber. Haben sie, also ich behaupte fast, dass ich weiß, wer sie sind, aber haben sie einmal einen Ausweis? Zwei Meter beiseite, Smoker, bevor ich. Dort, die ist gewalttätig, gucken Sie mal da. Sofort nehmen Sie den weg. Die dreht ja richtig ab. Sicherheitsverwahrung. Jetzt kommen Sie mal mit Fahrzeug. Natürlich, nehmen Sie mich in Schutz. Ich muss den Baseballschläger weg. Ich muss sonst Zwang gegen Sie einsetzen. Decken Sie den Baseball. Bleiben Sie. Tasern Sie die, die ist ja nicht mehr zurechnungsfähig. Nee. Ja, der Kollege macht das schon. Hilfe! Was meinen Sie, weil ich hier eine Angst hatte vor dir? Ja, ich glaube ich Ihnen. Ja, sehen Sie mal. Unglaublich. Ja. Hammer, da will man nur helfen, weil so eine Irre auf eine Stromleitung drauf will. Kannst du bitte jetzt mal. Dein Ernst jetzt? Sollten Sie weiter nicht auf mich hören, werde ich. Hey, lassen Sie mich in Ruhe. Oh. Ganz ehrlich, Smoko, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, wirklich. Das ist schon wieder eine Drohung. Sie jetzt nicht das ist nach hinten zum Wagen gehen, werde ich Sie festnehmen. Ach, nehmen Sie die ruhig fest, die ist ja irre, das ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Sie bitte mit. Bitte? Oh, jetzt lauf, Smoko, ohne was? Scheiße, ich gebe dir 3 Sekunden. Ich glaube, du spinnst, ehrlich. Bleiben Sie mal ruhig. Was ist denn das für eine Frau? Kannst du denen jetzt mal bitte sagen, was das soll? Die ist ja aus der Irrenanstalt. Die kommt aus der Irrenanstalt. Bleiben Sie jetzt mal sofort stehen, bitte. Sie kommt entweder mit oder wir werden Taser gegen Sie einsetzen. Hilfe! Hilfe! Ich glaube, Sie verstehen nicht, in welcher Situation. Nein, ich glaube, du spielst, Smoker. Hör auf, lassen Sie mich in Ruhe! Ich wollte Ihnen nur helfen, junge Frau. Bitte? Hey, was machen Sie denn? Das war eine Schwalbe, Herr Smoker. Jetzt tun Sie nicht so. Herr Smoker, kommen Sie mal mit mir mit, bitte. Ja. Ja, kommen Sie mal mit. Und Sie bleiben bitte bei meinem Kollegen stehen. Herr Smoker. Ja. Die Dame hat Sie angerufen, ja? Ja, die hat mich angerufen. Ich wohne ja da hinten. Ja, okay. Da hat die gesagt, Smoker, hast du eine Leiter? Ich sag, was für eine Leiter? Ja, ich will hoch hinaus irgendwas, irgendwelche Aliens, die kommen mich holen. Ich sag, drehst du jetzt ganz am Rad oder was? Ich sag, hör mit dem Scheiß auf, sonst musst du nachher auch noch Pillen nehmen wie ich. Dann hat die gesagt, komm sofort hierher. Ich sag, wo bist du denn? Ja, hier und hier. Ist ja direkt hier drüben. Ja, ja komm ich hier an und dann bedroht die mich mit der Taschenlampe und mit so einem Baseballschläger, sagt, nimm bloß die Hände hoch und sowas alles. Ja, die ist total bekloppt. Okay, aber wir haben sie doch vorhin noch, sie war noch am Pacific Bluffs vorhin noch, kann das sein? Ja, und dann habe ich mich getrennt. Ah, okay. Und dann bin ich nach Hause gefahren, da kam die auf einmal hinterher. Ja. Keine Ahnung. Die muss in die Tralala-Anstalt, die tickt nicht mehr sauber. Ja, der Kollege hört sich das mal an und dann. Ja. Gucken wir mal, dass wir die Situation hier mal geklärt kriegen. Würde ich doch hoffen. Ja. Und sonst, aber, Uwe, wie geht's dir? Ja, mein Name ist zwar nicht Uwe, aber sonst ist alles okay. Oh, das freut mich. Ja, und bei Ihnen? Auch. Ist aber halt, ich hab Angst, ne? Ein Stressmoment. Ja, ja, verständlich. Würden Sie was trinken? Ne, ich rauche mir eine. Ja, aber nicht hier. Wieso? Ja, weil man das nicht macht. Nee. Nee, das ist eine normale Zigarette, können Sie gerne rauchen, aber ich hoffe, Sie haben nichts anderes dabei. Ja, natürlich. Gut, dann eine Zigarette dürfen Sie. Auch eine Zigarre. Eine Zigarre ist auch in Ordnung. Ja, möchten Sie auch eine? Ja, ich habe selber welche, danke. Okay. Wongi, danke schön für den Zap. Vielen, vielen Dank für den Support, Wongi. Erzählt ihr öfter sowas? Dankeschön, ballert mal lieber raus. Mit Aliens und... Die ist total irre. Nee, so habe ich die noch nie erlebt. Gucken Sie mal, was die für ein Hütchen aufhat. Gibt's hier, das sah genauso aus wie das, was Sie haben. Ja, natürlich. Bei mir hat das ja auch einen Sinn und Zweck. Okay, aber für was haben Sie das? Damit die Gehirnfresser nicht in meinen Kopf kommen. Oh, okay. Mr. Klenk, Dankeschön für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Und das hilft dir nicht. Ja? Dankeschön. Natürlich, sonst wäre ich doch gar nicht mehr hier. Laksu, Dankeschön für den Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Was ist denn, dass das stimmt? Sag dir bitte, dass das stimmt. Lassen Sie mich in Ruhe. Nee, die wollen jetzt Medizinmänner rufen. Ja, ist ja auch richtig so. Sie ticken ja nicht mehr sauber. Die muss auf Pille, die Frau. Ja, Herr Smoker, werden Sie mal ganz ruhig. Wie? Ja. Jetzt. Smoker. Wer redet die was? Die will sich umbringen und sowas alles. Nee, ich hab gesagt, dass die da uns holen wollte. Wie die, was, wer will mich denn holen? Hier kommt mich gar keiner holen. Uns, die... Nee, Smoker, nee. Das war immer das Einzige, was hören ich Sie, was die redet? Hab.
Die ist okay. Wirr in der Birne. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Schon wieder. Packen Sie den weg. Festnahme, Zugriff. Tasern. Ohne Scheiß, Mocke, bleib jetzt stehen. Mir reicht's. Hilfe. Bleiben Sie stehen. Nee, nix, bleiben Sie stehen. Ich taser. Wir setzen den Taser hier ein. Ohne Scheiß. So, die Dame, einmal das die Hände nach oben. Okay? Oh, ja, die mich aber auch richtig brücken. Ja, setzen Sie sich erstmal hin. Ja, danke schön, Herr Officer. So, Sie sind festgenommen. Sie können sich hinten in das Fahrzeug setzen. Ich werde Sie nach. Ach, was ist denn mit der Frau los? Unglaublich. Geht Ihnen sonst soweit gut oder brauchen Sie einen Krankenwagen? Nein, mir geht's eigentlich gut, Herr Officer. Tut nur halt ein bisschen weh, ne? Geh die begraben, Smoke. Tut halt nur ein bisschen weh. Ja, kommst du mal mit. Ja. Geh die begraben, Smoke. Die von wegen Aliens und was weiß ich, die wollt ihr einen. Ja, ignorieren Sie das einfach, Herr Smoke. Ja, ja. Ne, das bringt nichts weiter. Das schaukelt sich sonst nur noch weiter hoch. Ne. Das. Ja, wir werden mal mit dir sprechen. Am besten. Die muss in eine geschlossene. Ja, meinen Sie, so schlimm ist? Ja, das können wir nicht beurteilen. Das müssen dann die Psychologen. Ja, machen. Die hat mich ja gehauen, haben Sie gesehen, ne? Ja, ich habe das gesehen, ja. Die tickt ja richtig halt, aus. Ja. Ne. Dankeschön, Herr Officer, dass Sie gekommen sind, mich gerettet haben. Ja, gerne, kein Problem. Ja. Ich finde dann den Weg allein nach Hause. Ja. Okay, Medizin, also Ihnen geht soweit gut, ja? Hat Sie die Dolle erwischt? Nee, nur gestriffen so am Rücken. Geht. Okay. Wenn irgendwas sein sollte, dann melden Sie sich. Ja. Dankeschön, ne? Ja. Schönen Tag noch. Wenn was sein sollte, würden wir uns bei Ihnen melden. Wir nehmen die Frau jetzt erstmal mit. Ja, ich fahre jetzt mal zum Krankenhaus. Lass mal vorsichtshalber durchchecken. Ja, machen Sie das. Ja. Okay. Ne? Schönen Tag noch. Alles klar, bis morgen. Tschö. Tschüss. Sind wir noch hier bitte? Was soll ich? Nochmal hier bleiben. Okay. Warum? Na, weil wir jetzt noch einmal warten. Der Kollege spricht gerade neu. Kennen Sie die Frau? Natürlich. Habe ich schon öfters gesehen. Okay. Das ist ein Psycho. Eine Bekannte von Ihnen, oder? Ja. Die geht praktisch bei mir ein und aus den ganzen Tag. Den ganzen Tag? Ja, so ungefähr. Okay. Ich bin ja ein offener Mensch, ne? Mhm. Liebherzig, für jeden immer da. Ich helfe den Lämmchen, ne? Okay. Ja, das ist ja... Lobenswert, ne? Haben Sie eine soziale Ader, also wenn Sie sagen. Was hab ich? Eine soziale Ader. Also Sie sind ein sozialer Mensch. Ja, was ist das? Ja, hilfsbereit. Ja. Offen gegenüber Menschen. Bin ich. Ja. Ja. Na, solche Leute braucht die Gesellschaft. Natürlich. Was wäre die Welt ohne Schmoker? Ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber... Schmokerlos. Ja. Kann ich jetzt gehen auf mein Grundstück? Kann ich jetzt gehen auf mein Grundstück? Nee, warten Sie mal bitte noch. Der Kollege spricht da, wie gesagt, noch mit der Dame. Okay. Und ja, wir müssen das dann soweit auch alles... Captain Gamble, mein erstes Hub wurde aber nicht angezeigt. Wie noch du mal aufnehmen. Ich würde mir das sonst nochmal kurz notieren. Mach mal ein paar Mal F5 und dann teilen. Ja. Sie sollen hierher kommen und sie wollten Ihnen hier was zeigen. Wer, was? Die Frau. Die hat mich angerufen, ich soll hier hinkommen, die wollte mir was zeigen, die will zu den Aliens oder so. Die wird abgeholt. Und dann kam ich hier an und dann hat die mich direkt mit der Taschenlampe bedroht. Hat gesagt, die Hände hoch und du machst jetzt, was ich sage. Und dann wollte die von mir eine Aluleiter haben oder sowas. Hab ich aber nicht. Und dann hat die telefoniert. Okay. Ich weiß nicht mit wem. Und ihr seid ja dann zufällig hier vorbeigekommen. Ja, zufällig, ja.
kann man so sagen. Okay. Ja, kann ich jetzt gehen? Ne, Sie bleiben bitte nochmal hier erstmal. Okay. Mach das gerne. Wow, Roshi. Klein Angie, na? Einstein. Wollt ihr gerade abhauen? Nee, ich glaube nicht. Der Kollege hat es im Griff. Hammer. Die kann ja nicht weg. Und von warum muss ich hier... Ist das Ihr Fahrzeug hier? Nee, das ist von der wohl. Das stand schon hier. Ah, okay. Keine Ahnung. Vielleicht hat auch geklaut, ich weiß es nicht. Sowas traue ich alles zu. Herr Smoker, haben Sie Interesse, einmal ans Fenster zu treten? Die Dame wird gern mit Ihnen sprechen. Ich will mit der nicht reden. Die ist ja bekloppt, haben Sie das selber gesehen? Ja, die sitzt in dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist abgeschlossen. Passiert die kann mir nichts. Machen. Ja, nee, Sie können ruhig mit der sprechen. Da okay, gut. Können Sie zwei Herren nicht mal 2 Meter bei. Oh, das ist doch Absicht! So, was möchten Sie von mir? Okay, kannst du denen bitte sagen, wie das wirklich ist? Ja, habe ich dem Herrn Officer aber schon meine Aussage gemacht, dass sie mich hier bedroht haben. Und weiter möchte ich mit ihnen nicht reden. Sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft. War es das jetzt? Herr Smoker, das ist Ihre Frau, das ist Ihnen bewusst, ne? Ja, und? Trotzdem darf die mich nicht bedrohen, schlagen und so, haben Sie doch selbst miterlebt. Ja, ja. Ja, ja. Das ist... Das geht vor dem Kadi. Die ist, ehrlich gesagt, ist mir die komplett neu. Aber, ich meine, die müssen doch irgendwie... Also die Dame hat auch gerade mehrmals gesagt, dass sie durchaus sie noch liebt, ne? Also, ja, das mag ja sein. Mich lieben viele Frauen, ne? Okay, Smoker, weißt du was? Ruf den Fox an. Ich lass mich scheiden. Mich lieben ja viele Frauen, ne? Guck mal, ich kann dir mal was zeigen. Pass mal auf. Guck mal, mein Körper. So muskulös hast du noch nicht gesehen, ne? Oh, der Bizeps hier. Guck mal. Toll, ne? Ganz schön was. Respekt. Training. Hm. Hast du mich verstanden? Was haben Sie gesagt? Ruf den Fox an. Lass ihn uns scheiden. Wer ist Herr Fox? Wer ist denn das? Der Mann mit den Papieren, was du gesagt hast? Kenn ich gar nicht. Hä? Was wie redet die von Zeug? Ich kenne ihr. Das ihre hast du mir doch erzählt, oder nicht? Bekannten nicht. Keine Ahnung, wovon die redet, Herr Officer. Weiß ich ja nicht. Nehmen Sie die am besten mit Untersuchung Krankenhaus auf irgendwelche irreparabel Psycho. Ja, ich habe eine Krankheit. Heißt Smoker. Ja. Kann ich jetzt gehen? So, ja, Moment. Was sagen die? Ich habe noch Termine. Ja, kommen Sie mal kurz mit der Welt. Ja. Der ist. Ne, mit dem probieren. Hallo, Frau Alexia, ich grüße Sie. Hören Sie mal, hätten Sie gleich Zeit? Ja, ich kann, okay. Officers, bitte! Jetzt lassen Sie mich hier raus und lassen Sie mich umbringen, unbedingt jetzt sofort. Ich glaube, du spinnst, Smoker. Okay, ich komme. Ist das dein verfluchter Scheiß ernst? So, ich habe mal gerade in meinem Telefonbuch geguckt. Ich kenne diesen Herrn Fox nicht. Ja, entfernen Sie sich bitte. Oh, du bist ein Arschloch. Mit dieser Frau triffst du dich jetzt mit welcher von den ganzen 100 anderen denn noch? Ja, Herr Smoker, dann entfernen Sie sich hier bitte erstmal. Okay, danke für die Hilfe nochmal. Ja, alles klar. Dankeschön, tschö. Jo. Ach, Krankenwagen ist auch schon da. Hallo. Entfernen, damit tschö. Hier nicht weiter...
Ja, so schnell geht das hier, ne? So schnell geht das. Herr Smoker, gehen Sie jetzt bitte. Ja, ich wollte nur gucken. Ja, und passen Sie auf die Straße auf. Ja. Gibt's ja kein Fernglas. Jetzt ein Fernglas, wie bei Sie auf beim Piratenspiel. Das wäre schön. So, flott, flott. Helga! Helga, Haare färben! Mach mir mal was! Ne. Okay! Oh Gott! Den wir da nehmen können. Ja. Ja. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ach Mann, ey. Ja? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? Alles in Ordnung bei Ihnen? Oh nein! Wie kann das denn auffallen?
Scheiße, diese Leute. Ich habe da nichts gemacht. Oh Gott. Oh nee. Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie bitte die Hände nach oben. So, wunderbar. So, wer sind Sie? Bei der Garage. Da oben bei uns, von der Garage die nördlichen Straßen, da die erste rechts, beziehungsweise die zweite rechts, da ist eine Garage einfach, da stehe ich. So. Wer sind Sie? Hallo. Der Herr. Hallo. Was ist mit Ihrem Bauch? Was ist das? Wo sind Ihre Hände? Scheiße. Das ist eine ganz komische Person. Gucken Sie, dass Sie schnell kommen. Was ist das? Überhalb der Garage. Da gehen drei Straßen. Eine Mitte, eine rechts. Die rechte Straße, das ist er. Überhalb der Garage, überall voran. Stehen bleiben. Sprechen Sie irgendwie in irgendeiner Form meine Sprache auch? Also Sie verstehen sie ja anscheinend. Ja, den Waschbrettbauch kenne ich. Also doch. Smoker? Hallo. Was machen Sie? Wie, was mache ich? Smoker? Was habe ich denn gemacht? Was wollten Sie jetzt am Krankenhaus? Gucken. Wie haben Sie mich denn erkannt? Herr Smoker. Hä? Herr ja. Smoker? Ja. Können Sie jetzt nicht mehr mit uns sprechen? Doch, natürlich. Ja, warum? Hab ich doch. Was wollten Sie denn jetzt da? Ich wollte Pillen holen. Ich muss mich da untersuchen lassen. Sie wollten Pillen holen? Ja. Ich habe ja Schmerzen im Rücken, wo ich den Baseballschläger abbekommen habe. Okay, steigen Sie hin ins Auto. Ne, warum? Das möchte ich nicht. Ich habe doch nichts getan, Böses. Sie bringen da gerade Ihre Frau hin. Die sie angegriffen hat. Ja, ich habe doch gesagt zum Kollegen, dass ich ins Krankenhaus muss für meine Schmerzen. Ja, wir fahren sie dahin. Sie sind nicht festgenommen oder sonst was, wir fahren sie dahin. Ansonsten kann ich auch gerne mit ihnen zu Fuß dahin. Ne, dann können wir auch fahren. Ja, sehen Sie. Ja. Kann ich mir die Jacke wieder anziehen? Ja,
Ich hatte sie eigentlich auch nicht gebeten, die auszuziehen. Die ist was lang, die Jacke. Ja, ich sehe das schon. Ne. Gerne, Smoker. Okay. Herzlich, komm. Na, ich sehe sie, komm. Ja. Ja, wir sind ja. Kann ich jetzt gehen? Was anderes oder ist das nur am Rücken? Kann ich was? Brauchen Sie auch noch irgendwas anderes? Nö, ich brauche nur eine Schmerzsalbe für Rücken. Ja. Am Escalero. Edin. Na, Edin, alles gut? Herr Smoker. Hallo. Hätten Sie vielleicht eine Schmerzsalbe für mich? Wir haben Schmerzen am Rücken? Ja. Okay. Dann würde ich Sie bitten, noch ein bisschen hier im Wartebereich warten, denn der nächste freie Kollege wird sich dann um Sie kümmern. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Smoker. Ja. Geht's Ihnen sonst gut? Sonst. Sie setzen sich mal bitte da auf die Bänke oder stellen sich da in die Ecke. Dankeschön. Okay. Guten Abend alle miteinander. Wollen Sie was zu trinken haben? Ja, habe ich. Dankeschön. Habe ich, Herr Officer. Ja, sehr schön. Ich setze mich hier wieder hin. Ja, machen Sie das. Ich hab ein Telefon. Ja, dann gehen Sie dran. Hallo, Smoker. Wollte dir nur mitteilen, Smoker. Ich werde dich suchen, wenn ich hier rauskomme. Und ich werde. Moment, ich stelle mal auf Lautsprecher, Frau Oller. Das ist die Frau Oller, Officer. Wiederholen Sie nochmal, was Sie gerade gesagt haben. Sie wollen mich suchen und mich dann töten. Jetzt hat die aufgelegt. Das war gerade die Frau Oller. Die will mich suchen und töten, hat die gesagt. Ich bin sofort wieder da. Nö. Ich geben Sie mir meine Salbe, ich will ja weg. Ja, die kriegen Sie gleich. Herr Smoker. Ja. Es handelt sich ja immer noch auch um Ihre Frau. Ja. Also von daher. Und? Wollen Sie, dass wir das Ganze jetzt mit der Körperverletzung und den Drohungen. Mit den Drogen? Was für Drogen? Bohrungen. Bohrungen, ja. Ja, wollen Sie, dass wir das alles zur Anzeige bringen? Ja, Tag. Ihr seid der Polizei, ne? Ja. Guten Tag, Frau Schwester. Hallo, Harris, mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche Salbe. Wofür denn? Was hat das für den Rücken, gemacht? Für Schmerzen. Sind Sie hingefallen? Ich habe einen Schlag abbekommen. Oh, okay. Da hätte ich gern Salbe. 2 Tuben, bitte. Okay. Hat man sie schon irgendwie behandelt? Den Rücken irgendwie mal abgetastet oder irgendwas? Ne, brauche ich nicht. Ich kenne sowas. Passiert öfters. Die werden öfter geschlagen, oder? Ne. Aha. Kann ich Schmerzsalbe haben? Aber wenn sie das öfter haben, dann haben sie doch den zu Hause, oder? Nichts leer. Ja. Was haben Sie denn da für eine Creme? Das weiß ich nicht, wie die heißt. Das ist so eine weiße Tube mit einer weißen Verpackung, mit einer weißen Salbe. Weiß ich nicht. Okay. Wie die heißt. Okay, und Ihnen tut nur der Rücken weh. Ja. Okay. Wie heißen Sie nochmal? Smoker.
Okay. Herr Smoker, bleiben Sie kurz einfach mal hier. Ich komme gleich wieder, ja? Das kenne ich. So, Freunde der Nacht, ihr könnt jetzt gehen, ne? Ich bin in Behandlung. Nein, werden wir nicht. Ne, wollt ihr nicht, ne? Ne, wir finden das gerade so gemütlich hier. Ne. Ihr habt mich gern, ne? Ja, kann man so sagen. Ne. Geht in die richtige Richtung. Ja, okay. Wann muss sie dann ins Gefängnis? Sofort? Nee, wir werden das Ganze ja erstmal aufnehmen und dann, Aber die darf mich nicht mehr zu nahe kommen, ne? Wir werden ihr das für heute auf jeden Fall sagen und, ja, bis zum Verhandlungstag, dass wir da erstmal, gucken, dass sie sich fernhält. Ja, Verbot, ne? 50. Ja. Okay. Nee. Ist denn irgendwas passiert? Was ist passiert? Da hat mich der Durst überrumpelt. Ist denn irgendwas passiert, was wir nicht gesehen haben, noch was in irgendeiner Form relevant wäre? Ach, Moment. Nö, für mich nicht. Ihre, wie Sie sie genannt haben. Hallo, Schwester. Hallo. Können Sie mir jetzt noch mal ganz genau sagen, was passiert ist? Das habe ich der Polizei doch schon gesagt. Können Sie mir das vielleicht auch nochmal freundlicherweise sagen? So, ich bin heute Morgen aufgestanden. So. Und dann habe ich mir erstmal Frühstück gemacht. Toast mit Ei habe ich selber gebraten in der Pfanne. Und dann habe ich das gegessen. So. Und dann bin ich ein bisschen in Los Santos rumgefahren. Den ganzen Tag. Und dann war ich bei mir zu Hause wieder. Hab gespült, die Wäsche aufgehangen. Und noch geguckt, Fernsehen. Herr Smoker, und können Sie mir vielleicht sagen, wie das jetzt mit dem Rückenschmerzen passiert ist? Also was haben Sie... Da war ich doch gerade bei. Ja, okay, dann erzählen Sie weiter. Okay, und dann hat die Frau Oller mich angerufen, hat gesagt, Smoker, du Idiot, komm mal bei mich bei. Und dann hat die mich gehauen dann mit dem Schläger. Okay. In den Rücken. Aber nicht richtig getroffen, nur gestrifft. Mhm. Okay, also nur. Und das reicht doch schon. Ja, reicht auch schon. Ich würde Sie einmal ganz gern untersuchen, Herr Smoker. Wie anfassen? Also wir müssen ja mal gucken, was da an Ihrem Rücken ist. Ich kann Ihnen da nicht einfach irgendeine Salbe da drauf machen. Wir müssen ja erstmal gucken, was da ist. Vielleicht okay, ist das... dann ja? Untersuchen. Okay, Sie müssen aber einmal damit bitte in den Behandlungsraum kommen. Ja, ich folge. Ja, okay. Freunde der Nacht, macht's gut, danke schön. Ja, mach's gut. Tschüss. So. So, einmal bitte hinsetzen. Genau. Möchten Sie stehen bleiben? Nö, ich leg mich hin. Okay. Der hat mich voll verprügelt. Am besten auf dem Bauch legen, wenn es geht. Nö. Okay. Herr Smoker, ich taste jetzt einmal Ihren Rücken ab. Ich fange oben im Nacken an. Und wenn irgendwas weh tut, dann sagen Sie Bescheid, ja? So. Fange ich mal oben am Nacken an. Gut. Sie haben zarte Finger. Oh, danke. Bitteschön. Nicht so kalt wie die von Frau Wolf. Ah, okay. Arbeiten Sie schon lange hier? Nee, ich bin recht neu. Merkt man gar nicht. Sie sehen toll aus. Richtig hübsch. Hier rein, einfach so. Danke, Herr Smoker. Haben Sie einen Freund? Ja. Tut es denn jetzt hier weh, wenn ich hier drücke? Ja, da, wo die Bekloppte mich gehauen hat. Da tut weh. Da tut's weh. Eher links oder rechts? Da rechts. Rechts?
das ist einmal unten weiter. Tut das da weh? Au ja. Da auch? Ja. Auch eher rechts? Ja, auch rechts. Okay. Ja, es ist auch ein bisschen blau hinten an der Stelle. Ja, ja. Ich würde da ganz gern einmal röntgen. Was? Ja. Röntgen? Ja. Mach ruhig, King, wie du möchtest. Gut, dann machen wir das jetzt einmal, dass wir auf sicher gehen, dass da nichts Schlimmeres ist. Ja. So. Gib ihn da. Am besten legen sie sich jetzt nochmal auf den Rücken, wenn das geht. Auf dem Rücken? Hm. Okay. Ich sehe gerade den Chat nicht, Kinder. Irgendwie ist der Root-Server gerade weg. Ich kann also gerade den Chat nicht nachvollziehen. So, so. Schieb da jetzt einmal so eine Platte unter den Rücken, das kann mal kalt werden. Schürze ist den Unterkörper. Was kann das werden? Kalt. Aber die Platte ist schon unter ihrem Rücken. Also ich sehe gerade nicht den Chat, der Remote ist weg auf einmal. Ah, jetzt ist er wieder da, okay. Röntgengerät. Jetzt sehe ich es wieder. Haben Sie irgendwie noch metallische Gegenstände bei sich? Nee, ja, ich habe meine Schrauben noch im Körper und die Titanplatten. Ja, die können auch. Du hast gleich noch was ganz anderes. Können wir das mal noch, ja? Die Polizei steht da jetzt, dass hier nicht nochmal ungebetene Gäste reinkommen. Hallo? Nicht, nee, lassen Sie bloß ja, die. Jane. Los, wenn Sie nochmal. Smoke verarscht mich. Ihr Handy fürs Röntgen ja, einmal kurz zur Seite legen. Ja, gerne. Ja, wegen okay. Bin ich jetzt Sie sind voll süß, Frau Schwester. Oh, jetzt einmal bitte liegen bleiben, jetzt Röntgen werden, ne? Ja. Holger, bleib lieber. ja. Käse, danke schön. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir gibst. Haut mal Liebe raus für Käse. Dankeschön. So, können Sie einmal bitte ein bisschen leiser sprechen? Entschuldigung. Ja? Was soll ich? Ein bisschen leiser sprechen. Ach so. Ja. So, ich mache jetzt einmal diese Schürze da wieder weg. So. Ja. So, okay. Eine Metallplatte weg. Ein Röntgengerät weg. Den Bilder an. Kann ich wieder aufstehen? Kann ja, ich? Sie können sich hinsetzen. Ja. So, im Röntgen sieht alles in Ordnung aus. Da ist nichts gebrochen. Alles gut. Ah, Sie haben ja eine ganz schöne Prellung hinten. Sehen Sie mal, was die mich verprügelt hat. Ja. Ja. Also mit das ist Seite. Beweismaterial für die Polizei. Also sie haben halt eine richtige ordentliche Prellung hinten am Rücken. Natürlich. Ab und wird da eher nicht helfen. Herr Wenn Feldmann. Sie jetzt sagen, klar. Wie doll sind denn die Schmerzen? Richtig, so, richtig groß. Also von 1 bis 10, wobei 10 die allerschlimmsten Schmerzen sind, die Sie sich vorstellen können. 6. Okay. Also ich sage Ihnen gleich, eine Salbe wird da nichts helfen. Ich würde Ihnen da einmal... eine Spritze? Nee, eine Tablette geben. Okay. Haben Sie denn Allergien? Was habe ich? Allergien. Was denn das? Also vertragen Sie irgendwelche Medikamente nicht? Ich habe damals mal habe ich gekifft, das habe ich nicht vertragen. Also keine Allergien. Eine Blütenallergie. Gut. Dann kriegen Sie jetzt einmal von mir Ibuprofen. Ja. Was kriege ich? Also Sie kriegen jetzt eine Tablette. Ach so. So, ich gebe Ihnen die jetzt hier einmal. Hallo Dad, danke schön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. So. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Und ja, Eduard. Eduardo, Laser, danke schön für deinen Sub. Was vielen, vielen Dank für den Support. Nee.
Haut mal Liebe raus für Eduardo Laser. Dankeschön. Okay. Herr Smoker, nehmen Sie einmal diese Tabletten hier bitte. Ja. So, so, und dann bitte gleich mit Wasser runterschlucken. Okay. Ist weg. Okay, super. Kann ich mich wieder anziehen? Sie können sich jetzt wieder anziehen, ja. Ja. Ich gebe Ihnen jetzt hier nochmal so ein Kühlpack in die Hand. Das können Sie sich vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Rücken halten. Ja, dankeschön. Okay. Haben Sie denn noch Schmerztabletten zu Hause? Muss ich gucken, weiß ich nicht. Achso, nee, okay, dann weiß ich nicht. Okay. Kriege ich den Bus noch? Den kriegen Sie sicher noch erstmal. Ja, okay. Also ich habe jetzt halt geröntgt, ihm den Finger gegeben, ist nur eine Prellung. Hm? Ja. Okay. Ja. Jetzt gehe ich, ne? Genau. Herr Smoker, haben Sie noch starke Schmerzen oder werden die Schmerzen besser? Das wird wohl gleich wirken. Ich habe die Tablette doch gerade erst genommen. Perfekt. Ja. Gut, Herr Smoker, wenn noch was Schlimmeres kommt, dann müssen Sie nochmal herkommen. Genau. Dankeschön. Ja, kein Problem, Herr Smoker. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ja? Wir Ihnen auch. Schönen Abend. Oh. Tschö. Tschüss. Okay. Tschö. Tschüss, Herr Smoker. Hä? Tut mir einen Gefallen. Solange Ihre Frau noch in Behandlung ist, bleiben Sie bitte. Nee, ich gehe jetzt weg. Ja. Dankeschön für alles. Für willst du mich eigentlich nur verarschen? Frau Smoker. Hilfe. Nee, Herr Smoker, gehen Sie. Frau Smoker, bleib hier stehen. Hilfe. Ich stehe doch. Ganz ruhig. Die ist ja bekloppt. Smoker? Bleiben Sie ruhig. Oder was? Hallo? Und lacht doch noch! Halten Sie an. Ich bin am Telefonieren! Lassen Sie die Frau, lassen Sie mich in Ruhe! Ach Gott, ey! Monat! Was geht? Dankeschön! Hallo! Hey, Smoker! Hey, Mike! Wie geht's dir? Ach, ganz gut. Mir auch. Ja. Hörst dich aber nicht so an. Na, no, ich hab ein bisschen Aua. Ja. Was machst du hier? Einkaufen? Ja, okay. Ich rede mit dem Mann hier. Ja, der Jürgen ist nett. Nee. Das ist aber nicht so gesprächig. Ne, wir reden über irgendwas. Telepathie. Ja, über Kopf. Genau. Ne. War Jürgen? Siehst du, der sagt nichts. Der hat mir gerade gesagt, ja, ist recht, Smoker. Durch Telelali. Ne. Komm gleich wieder, muss man sagen. Ja, mach du. Dies kann vielen, vielen. Smoker an und Verkauf von gebrauchten Hygieneartikeln. Wer ist da? Ich bin es, Smoker. Sie dürfen mich gar nicht anrufen. Doch, darf ich. Ich sollte nur nichts tun. Ich weiß nicht mal, wo du bist oder sonst was. Ich hab dich nur am Telefon. Meinst du, ich kann dich durch Telefon jetzt ziehen? Was wollen Sie von mir? Was das sollte. Was sollte? Was du gemacht hast. Boah, ich hab nichts gemacht, nur die Wahrheit. Morgen hast du nicht. Hab ich wohl. Spaß gemacht, mich so in die Scheiße zu treiben? Sind Sie im Gefängnis? Nein, bin ich nicht. Wo sind Sie? Warum? Nur so. Ja, ich frag dich doch auch gerade nicht, wo du bist. Ja, frag ich ja auch nicht mehr. Nee, Mike, ich bin mal draußen, ja?
Ja, mach das. Sag den Weibern, ich komme gleich. Smoke? Ja? Tut wirklich weh, wollte ich dir nur mal sagen. Und du kannst. Mein Rücken tut richtig weh, da haben sie recht, sie haben da richtig stark zugeschlagen. Mein Herz tut weh, du kannst. Was haben sie, einen Herzinfarkt? Anrufen und sagen, dass. Kann er ruhig machen mit den Scheidungspapieren fertig, ja? Mit der Scheidung, mit der Papiere? Ja. Ja, okay. Wer. Was? Okay, tschüss. So. Okay. Smoker ist frei.